Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordorschatten. Wir sind das letzte Mal hier nach der Mission mit Redback stehen geblieben. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt. Weiterschauen wollen. Okay. Wir haben drei Missionen aktuell: eine mit Redback, die Rangleiter empor, eine mit Gollum, zerbrochene Erinnerungen und. Der dritte hatten wir noch. Ah, da oben. Da oben sind noch die Ausgestoßenen. Ja. Ich denke, wir sollten jetzt erst einmal wieder ein paar Nebenmissionen machen. Das heißt, diese Mission wird jetzt, diese Folge wird jetzt hauptsächlich hier auf die Nebenmissionen konzentriert sein. Danach schauen wir weiter. Und hier auf solche Machtkämpfe und sowas, damit wir ein bisschen mehr Macht erhalten. Dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Ein bisschen nervig, dass wir. Wir müssen nicht die nur Waffen unseres Gegners gegen unsere Macht steigern. Die Orks hassen sich bei. So. Er lauerte unter den eisernen Mauern und ein jeder närrisch genug hinunter zu blicken, wurde einem schnellen Tode zugeführt. So. Töte Uruk-Wächter, ohne Wehrgang zu betreten. Zack. So, der ist tot. Muss hier in diesem Bereich bleiben. Oh, das zählt leider nicht. Setze Uruk zu Flammen. Okay. Bumm. Hat leider auch nicht so ganz funktioniert. Komm mal da hin. Was war das? Bam. Oh, das waren jetzt 5 auf einmal. Sehr cool. So, hier wollen wir noch mal ein paar Pfeilchen einsammeln. Warten wir nochmal 2 mehr. Ja gut, wir können aktuell leider keine weiteren Fähigkeiten kaufen. Weil wir halt erstmal unsere Macht steigern müssen. Das ist gerade so unser Hauptproblem. Zack! So, sehr schön. Wir haben 200 Miriam bekommen und 400 EP. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal den umgekehrten Kreis. Gehen einmal so rum. Nehmen halt zwischendrin hier so hier oben die Hauptmission mit. Irgendwie sowas. Irgendwas wird sich schon finden. Wir werden wahrscheinlich eben mittendrin wieder von diesem Plan abweichen. Aber egal, ist nicht so schlimm. Da ist ein Schädel. Nanichir Gelaia Mordor. Nanichir Gelaia Mordor, was? Okay. Wenn du das sagst, Chef. Das ist die Tür. So. Waffen und Runen. Jawohl. Ja, ich weiß, wie die funktionieren. Dankeschön, ich habe schon Runen drin. Ich möchte nur hier trotzdem. Möchtest du sicher. Ja. Das möchte ich einmal freischalten hier, diese Rune. Dadurch können wir jetzt eine zweite machen. Kampftodesstöße fügen Hauptmännern mehr Schaden zu. Das wollen wir doch hier. So, auch das machen wir. Das haben wir aktuell schon ausgerüstet, meine ich. Was gibt's denn hier noch? Reduziert Fokusverbrauch um 50%. Ja, auch nicht. Das machen wir auch gleich noch. Noch eine weitere Rune, die wir einfügen können. So. Erhöht die Chance auf einen Niederschlag bei Dolchwurf oder Dolchhagel. Stellt die bei Schleichtötung 50% Gesundheit wieder her.
Schlechthütung mit der Fähigkeit terrorisieren rufen zusätzliche Furcht hervor. Moralschädigung bei Gegnern, wenn sie den Tod eines Hauptmanns beobachten. Das finde ich gut. So, dann machen wir noch mehr bei unserem Schwert rein. So, was haben wir denn da? Gewehrzugriff auf legendäre Waffenfähigkeit von Urfalls Sturm. Auch die Rune machen, gravieren wir noch einmal ein. So, was ist das? Standhaft bis zum Ende. Erhalte eine zusätzliche letzte Chance. Ja. Haben wir da. Stellt nach dem erfolgreichen Festnageln haben wir noch nicht. Chance von 30% bei einem tödlichen Kopftreffer Uruks in der Nähe in die Flucht zu schlagen. 30% Chance bei einem tödlichen Kopftreffer. Oh. Ist zweimal dieselbe, aber egal. So. Den Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Und da ist noch ein nächster hier drin. Ja. Tridale. Was? Egal. So. Die nächste Mission ist schon auf dem Weg. Also, weil wir sind auf dem Weg zu ihr. Noch 400 Fuß. Auch schön, dass sie hier die Längenangaben in Fuß angeben. Darin merkt man einfach, dass das eine amerikanische Firma. Nein. Früher wurde ja alles noch in Fuß und sowas angegeben. Es war aber halt sehr ungenau noch. So. Seine Gegner verdunkelten den Himmel mit ihren Bolzen. Geschwind eliminierte er die Schützen, um den Weg für seine Armee zu bereiten. Eine Mission mit unserem Dolch. Eliminiere die Schützen durch Schleichtötungen, ohne Alarm auszulösen. Und das ohne Alarm auslösen, das ist so ein Ding hier von dem Dolch. Hab ich da gerade etwas gehört? Nein, hast du nicht. Ich bilde mir Dinge ein. Tja, ich hoffe, du hast recht. Ich sehe schon Gespenster. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. So. Töte Uruks. 5 Uruks mit einer Vorsprungtötung. Ich möchte da hochklettern, Alter. Dankeschön. Ich gehe hier nicht weg. Ich habe Besseres zu tun, als dorthin zu marschieren und diesen Magen zu helfen. Halt! Ich habe etwas gesehen. So. Hat sich nicht. Na komm. Komm schon her. Mein Freund. Zack! Kruger hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Kruger ist doch halb blind. Was war das? Spinnenkolonne. Zack! So.
So, jetzt muss ich nur noch drei mit diesen scheiß Vorsprungstötungen machen. Nein. So, jetzt hoch da. Die nennen sich Hauptmänner? Dieses Pack kann doch nicht einmal sein eigenes haben. Ich glaube nicht, dass da jemand... Da wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Da ist er! Hast du das gehört? Zerr die zu, Boom! Oh, Scheiße. Ich verschwinde. Habt ihr das gehört? Bin ich da. Ich frage mich, wie der Hammer sich seinen Namen verdient hat. Ob es wohl sein. Ist irgendwo noch. Da ist eine Dedin. Schön, das sammeln wir gleich mit auf. Archeret. So. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu doll. So tief, Mensch. Ich wieder doch. Meine Gott, ne! So. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Keine Spur. Der Hauptmann verschwendet seine Zeit damit, Pläne zu schmieden, anstatt uns auf ihn loszulassen. Wir sollten ihn einfach selbst fangen. Wer braucht schon Befehle? Was war das? Ist der Vorletzte. Zack! Dann, wenn wir schon mal da hängen, dann können wir auch noch gleich den mitmachen. Hast du einen guten Blick auf diese seltsame Kreatur erhascht, die dich umherschleicht und uns beobachtet? Zuerst dachte ich, es wäre dieser Narr von deinem Waldläufer. Dafür ist es zu klein. Cool. So, wir wurden zwar einmal zwischendrin entdeckt, aber wir haben keinen Alarm ausgelöst und wir haben alle zusätzlich fest abgeschlossen. So, und wenn wir schon mal da sind, dann machen wir doch auch gleich hier den Machtkampf gegen Nasur, den Waldläufer schlechter. Oh. Nein, tust du nicht. So, wer Verstärkung holen will, stirbt. So einfach ist das. Ich sagte, wer Verstärkung holen will, stirbt. Ich hab keinen Bock, dass hier schon wieder viele Hauptmänner ankriechen. Zündet endlich beim Blockfeuer an! Fuck! Du Arschloch! Jetzt wird's wieder nervig, ey. Okay. Ja!
fuck. Heiliger, wie viele sind hier? Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Dankeschön. Das ist das Praktische an unseren neuen Runen. Mit einfach nur ein, zwei Kopftreffern kann man so eine Riesenansammlung an Gegnern auch einfach ausschalten. So. Ich hätte jetzt aber gerne erstmal wieder volles Leben. Damit haben wir auch gleich noch. Kaugummilch. Achso, das ist die Pizza. Ich dachte, das ist eine Star Wars-Anspielung im Herr der Ringe, hä? So. Schauen wir doch mal auf Saurons Armee. Und einige Hauptmänner sind in ständige Machtkämpfe verwickelt, um ihren Einfluss zu mehren oder ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Diese Aufträge bieten dir gute Gelegenheiten, um den Hauptmann, den du suchst, in einer angreifbaren Position vorzufinden. Wenn du nicht einschreitest, werden diese Hauptmänner ihren Kampf nach einiger Zeit zu Ende bringen. Wer den Machtkampf gewinnt, gewinnt auch an Macht dazu. Ich weiß, auf Englisch heißt es Power, aber im Deutschen sieht es halt einfach nur weird aus, wenn da steht P, Macht. So, da haben wir noch eins. I achorta Ivorn. So. Gefühlt gibt es ja auch keine Stelle, wo man hier gescheit ankommt, oder? An das Ding. So, geht doch. So, Rekrutierung. Mächtige Uruks bedrohen und nötigen andere, ihrem Gefolge beizutreten. Sie sind erfolgreich. Sind sie erfolgreich, erlangen die Hauptmänner Macht. Mit der Belohnung erhöhen wir unsere Macht auf das nächste Level. Das ist doch sehr schön. Ich glaube, 40 haben uns noch gefehlt. Für eine richtige Armee, Magen? Zumindest haben die noch gefehlt, als wir das letzte Mal angeschaut haben. Na, so. Ja, würde mal sagen. Müssen dich nur einmal. Gerne einmal Schleichtöten. Dankeschön. Zack! Und das war's mit dem Machtkampf. Nicht unter ihm stehen bleiben! Nicht unter ihm stehen bleiben. Das stimmt. Solltet ihr nicht. So, Kampfbericht.
Der sogenannte Waldläufer Schlechter ist tot. Ich reiße den Kopf ab. Der einzige Urung, der führen kann, bin ich. Ich auch. Ich holte dich. Zack. Zack. Jetzt kommen schon wieder so viele hier an, ey. Schon wieder scheiß Jäger. Eieiei. Okay. Es ist wirklich nervig, dass man hier durch Aufzehren noch keine Gesundheit wieder regeneriert. Und da sind wir jetzt schon wieder. Keine Jäger hier erlaubt. Ich könnte zurückkommen. Irgendwie sind hier schon einige Leichen despawned, habe ich so das Gefühl. So. Wenn niemand da ist, um dem Alarm zu antworten, dann ist der Alarm auch egal. Gott sei Dank keine Männer mehr dazwischen. Oh. Das ist eine keine Angst vor ungewöhnliche hohe Konzentration an Jägern gewesen gerade. Die sahen eher so nach Begleitern aus. Anhängern. So, an der Wurzel des Übels. Er fiel in das Lager seiner Feinde ein und machte sich an den Rekruten des dunklen Herrschers zu schaffen. An diesem Tage meisterten die Rekruten lediglich ihren eigenen Tod. So, richte 5 Uruks mit einem Nahkampfangriff hin. Das werden wir doch direkt einmal tun. So, wir sollen das Übungsgelände betreten. Hi. Hallöchen! Ja, töte alle Rekruten. Zu wissen, dass wir teilweise noch nicht mal gegen Rekruten kämpfen.
Oh, es wird langsam anstrengend, hier den Knopf zu drücken noch. So. So, du bist tot. So, das war der nächste. Ist da ist unsere Kombo leider getroffen. Och, komm, echt jetzt? Nein, 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 fuck! Okay. Das reicht, um den Waldläufer zu töten. Das war unser erster Tod. Ganz leicht. Skork. Okay. Du bist unser erstes Ziel. Als nächstes. Du wurdest jetzt zum Hauptmann befördert. Der ist leider in der Macht jetzt gestiegen, der Zwergenfresser. Und befördert worden. Der Rest hat sich nicht viel verändert. Och, das ist so ewig weit weg. Skork, der Menschenbrecher. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem hier noch einmal hier versuchen. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. So, ja, was ist denn? Du bist nichts gegen uns! Mensch, dann schau! So. Ich möchte das Ganze hier noch einmal versuchen. Dankeschön. Diesen Versuch machen wir noch. Danach würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Ich hab's dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Graufs zu reiten. Wenn der Grabwandler sie reiten kann, dann können wir es auch. Graufs ist es. Und ich zum Reiten da. So, töte alle Rekruten. Jetzt haben wir auch weniger Gegner jetzt hier gerade. Das war ja eben nur, weil die Festung noch im Aufruhr war. Zack! Was geht? Können wir alle Hauptmänner sein? Ich will häufig sein! So, hier sind halt auch gar keine Jäger diesmal dabei. Die, die uns halt immer wieder runterhauen, sind halt die Jäger, weil die so arsch viel Schaden machen. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden! Oh nein, das wirst du nicht. Oh mein Gott. Scheiß drauf, dass wir die Nebenmission jetzt nicht geschafft haben. Aber das war einfach zu gut jetzt. Heilige. Also, die war jetzt einfach nur viel zu gut gesetzt. Das Krogfass. Ah, jetzt ist dieses Scheißding schon wieder unter. Merk nicht. Nicht bewegen! Das ist schon wieder einer dieser scheiß Jäger. Keine Elbengeschosse mehr. Fuck.
der Hass auf Jäger in diesem Spiel ist halt real. Da, ich habe schon wieder einen mitgenommen gerade. Weil er mir mitten in die Bewegung reingeschossen hat. Könnten das mal bitte weniger? Warum kommen immer mehr, Alter? Kannst uns nicht alle töten? Oh, ich hab. Okay, jetzt habe ich sogar jetzt Sturm aktiviert, I guess. Jo. Wir können gerade dauerhaft exekutieren. Heilige. Junge. Flieht. So. Okay. Gut zu wissen, dass das Urfallsturm hier quasi eine dauerhafte Exekutionsreihe ist. Zack. Und dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Mittelerde Mordor Schatten. Bis dahin und tschüss.